Hallo Klickenabendler, wir sind auf Mallorca. Neben mir ist der Sebastian. Hallo Sebastian. Hallo Andreas. Asmundi hat ja vor allem auch die Simon-Spiele in Deutsch auch öfter mal. Simon kennt wahrscheinlich nicht jeder, das ist das, was früher Kulmini war. Kulmini or not. Ja, nennt sich jetzt Simon, weil sie eben nicht nur Miniaturenspiele haben. Genau, also es ist ja der bekannteste Verlag von Zombicide zum Beispiel, Blood genau. Rage. Genau. Viele Miniaturen drin, aber sie haben auch die ein oder andere Reihe nur mit Karten oder auch. Hier sind jetzt sogar ganz kleine Miniaturen. Hier sind Mini-Miniaturen drin, ja. Genau. Das Spiel heißt? Ethnos. Und ist auch geplant für diesen Herbst, glaube ich. Wird zu Essen auf Deutsch erscheinen, ja. In den USA ist es gerade erschienen, also auf Englisch ist es schon verfügbar und Deutsch kommt im Herbst, ja. Und bezeichnen kann man das als Ausbreitungsmehrheiten-Set-Sammelspiel bezeichnen? Ja, kann man, weil es ein Teil des Spieles ist, aber das wäre ja so nicht so richtig spannend, weil Mehrheitenspiele gibt es da jetzt schon mehr als genug, von daher muss man ja schon noch was Besonderes haben. Ne? Ja, das Besondere hier ist vor allem die Kartenmechanik. Genau, wir haben in diesem Spiel 12 verschiedene Völker und von denen spielen wir immer mit 6. Mhm. Und jedes hat eine eigene, ganz eigene Funktion. So dass sich der Charakter des Spiels eigentlich mit jeder Konstellation ändert und es passt alles zusammen. Man kann jede 6er-Konstellation spielen und hat dann teilweise ein völlig anderes Spielgefühl. Und vor allem das Aufspielen ist dann auch der spannende Teil. Das Aufspielen ist der spannende ganz Teil. Ganz anders funktioniert, als man es so kennt. Der aber tatsächlich funktioniert, aber etwas gewöhnungsbedürftig ist. Da hat schon so mancher dann gesagt, so nee, so kann das nicht gehen. So funktionieren Spiele nicht. Aber dieses Spiel funktioniert so. Ja, vielleicht erstmal, um was es thematisch geht. Ja, wir befinden uns auf dieser Insel, diesem Inselreich Ethnos. Das ist in 6 reiche Bereiche. Regionen. Regionen. Ja, Städte sind es nicht. Regionen. Es ist Region, mhm. Regionen unterteilt. Wir legen hier also das sind diese 6 hier drinnen. Den weisen wir bei Spielbeginn zufällig jeweils 3 Punktewerte zu, denn wir spielen über 3 Zeitalter. Im ersten Zeitalter ist das hier sehr lukrativ mit 0 Punkten. Vielleicht ist Rea interessanter, weil das bringt 6 und auch nachher wird es richtig lukrativ. Also die interessanten Sachen sind in dieser Partie eher hier in Rea oder in Duris. Auch Altea ist nicht so verkehrt, zumindest ab Runde 2 und 3. Hier ist eher so ein bisschen mau, aber ist jedes Mal anders. Ja. Das heißt, ein Element des Spiels ist, dass wir tatsächlich hier unsere Marker reinbringen und uns um die Mehrheiten streiten. Am Ende des Zeitalters bekommt dann der, am Ende des ersten Zeitalters bekommt der, der hier die Mehrheit hat, 0 Punkte. Hier würde er 6 Punkte bekommen. Bei einer geteilten Mehrheit teilt man sich das, kriegt jeder 3 Punkte. Und später in späteren Runden. Dann werden beide gewertet, das heißt, hier sind es dann weiterhin 6 Punkte für den Gelben und für den Himmelblauen sind es auch nochmal 6 Punkte. Das heißt, da ist es dann eigentlich beinahe egal, wo die Wertung ist. Aber wenn es noch so ein Dritter drin ist, dann kriegt eben der Gelbe 6 Punkte und die teilen sich jetzt wieder die 6 und bekommen jeder 3. Und so würde der Blaue jetzt leer ausgehen, denn die teilen sich die beiden Plätze und bekommen damit wieder jeder 6. Das ist so der allgemeine Mechanismus, den man so kennt als Spieler. Ganz genau. Das kennt man, da ist man gleich drin. Das ist aber nur die Hälfte der Möglichkeiten, wie man Punkte macht. Und wir wissen auch noch gar nicht, wie die da reinkommen. Einfach so einsetzen kann man sie nicht. Deswegen haben wir hier ganz viele Karten auslegen. Die haben zunächst mal eine Farbe. Jede von diesen Farben ist einer Region zugeordnet. Es gibt für jedes Volk, gibt es jede Farbe genau 2-mal. Das heißt, ich kann mit jedem Volk in jede Region hineinkommen. Und sie haben eben, wie gesagt, jedes Volk hat eine eigene Funktion. Die steht hier unten drauf. Das heißt, die Riesen haben eine eigene Funktion, die Zauberer haben eine eigene Funktion, etc. Ganz genau. Und dadurch, wie gesagt, ändert sich der Charakter des Spiels auch. So, der Mechanismus ist folgender. Es ist total einfach. In meinem Zug habe ich 2 Möglichkeiten. Entschuldigung. Entweder ich nehme eine Karte auf die Hand. Das kann eine hier aus der offenen Auslage sein oder vom Stapel. Nehme ich auf die Hand und bin glücklich, nächster ist dran. Die zweite Möglichkeit ist fast genauso schnell. Dann spiele ich eine beliebige Anzahl an Karten aus, die aber zusammenpassen muss.
Das ist ein sogenannter Kampfverband und der muss bestehen aus entweder einer Farbe oder aus einem Volk. Dann lege ich die da aus. Wichtig ist, welche Karte oben liegt, denn nur die Funktion der Karte, die oben liegt, das ist der Anführer, entscheidet, welche Funktion ich mit der ausführen kann. Das heißt, in dem Fall, ich spiele die aus, das ist eine ein Dreierkampfverband. Und wie es der Zufall will, ist es eine rote Karte und damit kann ich nach Rea gehen. Um jetzt diesen neuen Chip einsetzen zu dürfen, muss ich mindestens so viele Karten ausgespielt haben, muss ich mindestens eine Karte mehr ausgespielt haben, als ich hier bereits drin habe. Das heißt, wenn ich jetzt eine Zweier ausspiele, könnte ich da nicht rein, weil ich bräuchte mindestens eine Dreier. In dem Fall darf ich jetzt hier rein und setze den da drauf. So, und jetzt kommt das Gemeine. Diese anderen Karten darf ich nicht behalten, sondern die lege ich jetzt in die offene Auslage. Das ist der genannte neue Mechanismus, der erstmal sehr ungewöhnlich ist. Genau, weil es fühlt sich fühlt es sich einfach ungerecht an. Ich habe die Karten gesammelt, warum muss ich sie jetzt abgeben? Kann ich nur sagen, weil es so ist. Man kann eben nicht einfach nur sammeln, sondern muss schon genau zielgerichtet schauen, was sammle ich, was brauche ich. Manchmal ist es sinnvoll, mehr zu sammeln und sagen, dann gebe ich halt ein paar Karten ab, wenn ich dafür das Richtige bekomme. Wenn ich es bekomme. Wenn ich 10 Karten auf der Hand habe und nur 3 ausspiele, gebe ich halt 7 wieder ab. Das war sicher nicht effizient gespielt. Nee. Aber dafür gibt es ja auch eine offene Auslage, dass die Spieler reinspielen, dass man sich die Karten nimmt, die man hoffentlich auch braucht. Genau, ja. Aber natürlich ist da auch ein gewisses Glücksmoment dabei, dass man eben sagt, so, jetzt liegt halt nicht das, was ich brauche. Ich brauche jetzt noch eine blaue Karte, da liegt keine. Aber genau, dann kann man noch erwähnen, was es an Fähigkeiten gibt. Genau. Dass man da mal so ein bisschen sieht, was passieren kann. Ja. Also wir haben hier zum Beispiel, was ich gerade ausgespielt habe, das sind die Geflügelten, auf Englisch das Wingfolk, bei uns die Geflügelten. Die haben die Sonderfunktion, wenn ich einsetze, dann muss ich mich gar nicht an die Farbe meines Anführers halten, sondern kann irgendwo einsetzen, wenn es denn legal ist. Also ich könnte jetzt mit dem durchaus auch in Itis reingehen, aber wenn schon 3 liegen, kann ich auch natürlich jetzt hier nicht reingehen, aber überall anders schon. Dann haben wir sehr beliebt die Zentauren. Wenn ich so das hier auf der Hand habe und ich spiele einen Zentauren-Kampfverband aus und setze einen Marker ein, das ist wichtig, nur wenn ich einen Marker auch einsetze, dann muss ich die Karten nicht abgeben, sondern kann gleich noch einen Kampfverband ausspielen. Das heißt, in dem Fall hätte ich jetzt ganz gemütlich und vielleicht sogar nochmal hier reingegangen, weil es sind ja Geflügelte, gleich mal 2 Kampfverbände ausgespielt. Mhm. Und wenn ich noch mehr Zentauren habe, könnte ich auch noch mehr ausspielen. Wichtig ist halt, dass ich auch den Marker setze, sonst gilt die Funktion nicht. Was auch sehr beliebt ist, sind die Zauberer. Vor allem, wenn man sich blank spielt. Also man ist ja immer blank eigentlich. Wenn man blank spielt, ist es sehr gut, aber auch sonst ist es nicht ganz so tragisch. Wenn ich jetzt hier diesen Zweierverband mit Zauberer ausspiele, dann setze ich erstmal nach Straton, gebe die beiden ab, aber ich darf mit dem Zauberer so viele Karten vom Stapel nachziehen, wie der Kampfverband groß ist. Das heißt, ich habe wieder 2 Karten. Mhm. Kann auch durchaus sein, dass ich mehr Karten nachher habe. Mehr Karten nicht, aber mindestens, also gleich 4 Karten, wie ich vorher gehabt habe, vor dem Ausspiel. Auch sehr hilfreich. Dann habe ich ein Volk, was mir hilft, wenn ich schon relativ hohe Stapel habe. Ja, das sind die Minotauren. Wenn ich mit den Minotauren ausspiele, ich habe ja jetzt hier gerade in Itis habe ich schon 2. Wenn ich jetzt hier den Zweierverband ausspiele, darf ich damit eigentlich keinen Marker setzen, weil ich habe ja nicht mehr gespielt. Aber die Minotauren sind stark. Die zählen gleich mal 1-1 mehr. Deswegen ist es quasi wie ein Dreierverband. Habe ich trotzdem rein. Ja, dann haben wir noch die Riesen. Die Riesen haben gar keine solche Funktion, sondern die haben was ganz anderes. Ich den Marker setze ich trotzdem, wenn ich den Riesen spiele. Dann schaue ich, ist irgendwo ein anderer Kampfverband mit Riesen, der größer ist? Hier gibt es ja gar keine, also bin ich sogar mit einem der Größte. Dann nehme ich mir diese Scheibe, bekomme sofort 2 Punkte. Und wenn ich die Scheibe bei Ende des Zeitalters noch habe, dann bekomme ich nochmal 2 Punkte oder 4 Punkte oder 6 Punkte, je nachdem, welchen Zeitalter wir sind.
Und wenn ich sie dir abluchsen will, muss ich halt mehr Riesen genau, ausspielen. Genau, wenn du einen zwei oder größeren Riesenverband spielst, dann nimmst du mir das ab und kriegst nochmal zwei, kriegst auch zwei Punkte und hast die Chance, am Rundenende, am Ende des Zeitalters nochmal Punkte zu bekommen. Ja, und dann haben wir hier jetzt noch mit dabei die Halblinge. Halblinge können gar nichts. Wie das halt so ist. Das sind ja keine Krieger, weiß man ja. Hobbit, Herr der Ringe. Richtig. Die sind halt da, die sind wichtig und es sind viele, aber so richtig zuhauen tun meistens eher die anderen. Deswegen können niemals einen Marker setzen, wenn man sie ausspielt. Aber es sind viele. Von jedem Halbling gibt es nämlich doppelt so viele Karten. Das heißt, es ist sehr viel einfacher, große Kampfverbände zu machen mit diesen Halblingen. Und das ist gar nicht so unwichtig. Das ist gar nicht so unwichtig, denn ich habe ja gesagt, das ist nur die eine Hälfte, wie man Punkte macht. Die andere Hälfte macht man nämlich am Ende des Zeitalters über die Kampfverbände. Je größer so ein Kampfverband ist, desto mehr Punkte bringt er mir. Das ist das, was hier dann auch aufgedruckt ist. So ein Einser-Kampfverband bringt mir gar nichts. Ein Zweier-Kampfverband bringt mir immerhin einen Punkt. Aber ein Sechser-Kampfverband, der bringt mir 15 Punkte. Und den bekommt man mit den Halblingen halt deutlich einfacher hin als mit allen anderen Völkern. Das ist im Prinzip das Starter-Set, was auch empfohlen wird, mit dem man zu beginnen soll? Genauso ist es, ja. Das sind die sechs, mit denen man am Anfang sinnvoll spielt, weil dann bekommt man so alle Aspekte des Spiels mit Kampfverbände, mit Einsätzen, mit neue Karten bekommen, mit beliebig Einsätzen schon mal so ein bisschen mit. Und lernt alles kennen. Danach kann man das dann bunt mischen und hat dann eben teilweise andere Funktionen. Genau. Dann haben wir noch, wir spielen drei Zeitalter sozusagen, ne? Genau, haben wir jetzt noch nicht gesagt, wann das Zeitalter endet. In diesem Stapel sind in der unteren Hälfte drei Drachenkarten drin. Wer so eine Drachenkarte bekommt, muss sie ausspielen oder auslegen, bekommt dafür Ersatz. Der sagt aber nur, ich bin ein Drache. Der zweite sagt, ich bin ein Drache. Und der dritte sagt, das Zeitalter ist jetzt sofort zu Ende. Dann werten wir es aus, lassen das alles liegen, räumen die Karten alle ab, mischen den Stapel neu. Beginnen das nächste Zeitalter. Und das mit den Drachen ist auch nochmal sehr, sehr nett, weil das sorgt nochmal für richtig viel Spannung, weil man ja Sets sammelt und auch Karten hat, die man nicht braucht. Und das ist dann schon sehr knifflig, bis wann man geht oder sie doch ausspielt. Ja, genau. Das am Ende ist da ganz schön Nervenkiste drin. So, ja, ich bräuchte noch eine Karte, aber der Stapel ist klein, könnte gefährlich werden. Zwei Drachen liegen auch schon aus und dann sitzt garantiert einer vor dir, der macht mal kurz einen Kampfverband mit fünf und ein Zauberer, zieht da nochmal fünf Karten und wupp, ist es halt dann aus. Ja, genau. So kann das gehen. So kann es auch gehen, ja. Ja, Natur. Das war das andere Spiel. Gut, das war Ethnos. Erscheint im Herbst jetzt? Genau, erscheint jetzt im Herbst. Wahrscheinlich so um Essen rum, vielleicht ein bisschen vorher. Müsste schon unterwegs sein. Ist ansonsten fertig. Das ist noch ein Prototypen-Handmuster. Deswegen haben wir ja auch keine Schachtel. Aber so wird es aussehen, ja. Genau, und wer genau auf die Illustrationen achtet, die wird der ein oder andere Herr der Ringe-Fan wiedererkennen. Genau, die Illustrationen sind von John Howe, der ja sehr viel im Herr der Ringe-Bereich gemacht hat. Und immer noch macht. Immer noch macht, ja. Supi. Das war eine Cool Mini or Not, jetzt Simon Verlag, Neuheit, die dann auch in Deutsch erhältlich ist. Genau. Danke für deine Zeit. Ja, vielen Dank dir. Ciao, ciao. Tschüss.